willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch wieder ein Unboxing und zwar von der Glossy Box November 2019. Die kommt diesmal in einem so wunderschönen Design. Ich bin super gespannt, was da drin ist. Und das Allertollste ist, ich habe ja ein Jahresabo von der Glossy Box, was ich selbst bezahle, aber die haben mir diesmal noch eine Box geschickt, die ich an euch verlosen darf und da freue ich mich ganz besonders drüber. Herzlichen Dank dafür. Die Verlosung gilt natürlich nur für meine Abonnenten, das heißt, wenn ihr noch nicht abonniert habt und Lust auf Beauty-Videos habt, Unboxings, Hauls und Reviews, dann könnt ihr gerne schon mal den Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. Also kurz ein paar kleine Fakten. Grundsätzlich ist es immer so, dass da unterschiedliche Inhalte sind. Das heißt, das, was ihr jetzt in dem Video seht, heißt nicht unbedingt, dass ihr genau dieselben Artikel auch in eurer Box bekommt. Denn ich glaube, es gibt 10 unterschiedliche Möglichkeiten und in dem Magazin, was da drin ist, da kommen wir gleich zu, stehen alle Eventualitäten drin. Ja? Und so ein, zwei Highlight-Produkte sind aber immer gleich. Meistens ist der Wert um die 50 Euro. Wenn ihr sie im flexiblen Abo bestellt, kostet sie 15 Euro im Monat. Mit dem Code FRANKA20 könnt ihr 20% sparen, das sind dann 3 Euro. Wenn ihr allerdings ein Jahresabo abschließt, ist der Preis generell schon ein bisschen günstiger, denn dann kostet sie 150 Euro im Jahr anstatt 180. Und wenn ihr dann noch meinen Code nutzt, zahlt ihr sogar nur 120 und das sind 10 Euro im Monat. Das lohnt sich dann richtig, weil häufig hat man hier einen Wert um die 50 Euro. Aber gut, jetzt gucken wir erstmal rein, was da drin ist. Mich hat es bislang nicht enttäuscht. Ich bin seit 5 Jahren Kundin oder noch länger und hatte bislang selber keine Probleme damit. Okay, ihr Lieben, dann machen wir die gute Box mal auf. So, oh, so schaut das aus. Gold and Champagne Edition. Sieht richtig süß aus. Die Schleife hat sich leider schon ein bisschen gelöst. Das kann ja manchmal passieren. Und das sieht super festlich aus. Ich habe jetzt kein goldenes Kleid gehabt. Sorry, ich habe gedacht, ich mache mal hier ein bisschen Gold und Rot. Und wie gesagt, das ist das Magazin, wo die ganzen Produkte drinstehen. Da schaue ich jetzt noch nicht rein. Dann machen wir einfach die Box mal auf und schauen, was drin ist. Wenn ihr das dann öffnet, sieht es so aus. Also ich bin sehr gespannt, was drin ist, weil diesmal fühlt sich die Box super erleichtert. Also, das Erste, was mir entgegenkommt, ist hier Pink Prices Weeks. Wir färben unsere Preise pink. Im gesamten November versorgen wir dich mit Beauty-Rabatten, Aktionen, Produktspecials zu unglaublichen Preisen. Super, okay. Da kann man wahrscheinlich dort direkt einkaufen. Finde ich eigentlich ganz cool. Schauen wir uns das erste Produkt mal an, welches hier kommt. Und zwar ist das von Bio-Vegan Skin Food. Eine Tuchmaske mit Bio-Cranberry für normale bis trockene Haut. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Zellulose-Tuchmaske, getränkt mit einer Wirkstoffkomposition aus erlesenen Superfood-Extrakt, Bio-Cranberry und wertvoller Hyaluronsäure. Ja, das finde ich nicht schlecht. Das möchte ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Das sieht sehr gut aus. Ich glaube, diese Marke gibt es auch im DM und die ist vegan. Okay, dann haben wir hier etwas, ein... denn das? Oh, ein schöner Pinsel von Luxie. Das ist ein Blendepinsel, würde ich sagen. Der sieht gut aus und der ist auch total weich. Die Pinsel von Luxie sind sehr schön. Da war letztens mal ein ganz toller Highlighter-Pinsel irgendwo mal drin. Das hat mir auch sehr gut gefallen, aber auch der fühlt sich sehr weich an. Oh ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Von Blendepinseln kann man eigentlich nie genug haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Marke hier auch noch vegan ist. Da schaue ich doch gerade mal rein. Auf jeden Fall Kunsthaare und dieser Pinsel hat wohl einen Wert von 28,30 Euro. Finde ich ein bisschen hoch angesetzt für so einen Synthetikpinsel, muss ich sagen. Allerdings liegt er sehr gut in der Hand und durch diese abgeschrägte Form hier, durch diese Einkerbung, hat man ihn gut in der Hand, wenn man wirklich präzise hier zum Beispiel in der Lidfalte Produkt auftragen will und es dann gleichzeitig verblendet. Ich glaube, dafür ist er ziemlich gut geeignet. Das nächste Produkt, was ich sehe, ist von Luvia. Und zwar ein Eyeshadow Primer. Das finde ich sehr schön. Cruelty free und vegan ist der. Und den kann ich jetzt natürlich schlecht benutzen, weil ich ja schon Lidschatten drauf habe. Aber generell finde ich, ist das eine super Idee. Der Luvia Eyeshadow Primer gleicht Unebenheiten auf dem Lid optimal aus und ermöglicht somit einen perfekten Auftrag von Lidschattenprodukten. Super. Ich glaube, ich mache ihn mal auf. Mir übrigens leid, falls ihr hier irgendwelche Hintergrundgeräusche hört. Meine Nachbarn haben irgendwie jemanden da, der sich um den Garten kümmert und die machen irgendwie, die mähen und dann sägen die und dann machen die alles Mögliche. Die machen das wahrscheinlich ein bisschen winterfest, ne? Aber das kenne ich ja schon von meinem Mann. Insofern kann ich da jetzt nicht meckern, weil der werkelt auch häufig im Garten. So,
Oh, der sieht ja cool aus, dieser Primer. Schon mal ein schönes Packaging. Und ich werde es einfach mal auftragen, um mal zu schauen, wie das ausschaut. Ah, okay. Das ist hier gar nicht großartig eingefärbt. Ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwie wie so ein Concealer eingefärbt ist. Ist es aber nicht, sondern das ist sehr durchsichtig. Ja, ist hautfarben, aber verschmilzt eigentlich eher durchsichtig. Da, vielleicht soll es einfach nur dafür sein, dass es Make-up länger hält, ne? Das werde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren, bin ich sehr gespannt. Okay, dann sehe ich hier etwas. Ich glaube, das ist richtig cool. Oh ja. Und zwar wollte ich jetzt schon lange wieder mal ein neues Wimpernserum ausprobieren. Und da freue ich mich total, dass hier von Nutralash ein Wimpernserum drin ist, was man benutzen kann, damit die Wimpern wachsen. Weil meine Wimpern, seht ihr ja, sind super spärlich. Und immer, wenn ich ein Wimpernserum nehme, funktioniert das eigentlich bei mir recht gut. Bislang hatte ich nur zwei ausprobiert. Einmal eins von Revitalash, das hat super funktioniert. Und eins von dieses Lash Cocaine, was es im DM gibt für 30 Euro, das hat auch sehr gut funktioniert. Und ja, jetzt freue ich mich, werde ich einfach mal das hier testen, weil Wimpernseren sind generell nicht günstig. Aber ich glaube, wenn man jetzt startet im November, ist eine gute Zeit, dann könnte es sein, dass man Weihnachten schon was sieht. Weil ihr müsst der ganzen Sache auf jeden Fall 6 Wochen geben, sonst funktioniert das nicht, ne? Also manchmal merkt man schon nach 3, 4 Wochen was, aber ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass ihr nach einer Woche auf einmal lange Wimpern habt. Das geht nicht, ne? So, ich schau mal eben, was das kostet, ne? Ich hoffe, dass ihr das alle drin habt. Ich finde das nämlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, das kostet 29,95 Euro, ne? Sehr gut. Also, trägt man einfach wie einen Eyeliner auf, oben am Wimpernrand. Ich mache das eigentlich immer abends, wenn ich mich abgeschminkt habe. Und ich schaue auch, dass ich mich dann, wenn ich mich mit Öl abgeschminkt habe, trotzdem nochmal meine Wimpern reinige, dass da kein Ölfilm drauf ist, dass ich vielleicht nochmal mit einem Toner drüber gehe, damit das wirklich eindringen kann und dass es richtig wirkt. Ne? Also das fände ich einfach wichtig. Ne? Oh, dann haben wir hier was Cooles. Und zwar von Bella Pierre ein Highlighter und Eyeshadow. Das ist auch schön. Ich glaube, das hatte ich aber letztens mal in einem Adventskalender oder in irgendeiner anderen Box. Das heißt, ich habe das Produkt schon. Ich mache es dennoch mal kurz auf, um es euch zu zeigen. Aber das, finde ich, passt ja super zu dem Thema Champagne and Gold und so weiter. Ne? Es ist allerdings eine andere Farbe, als ich habe. Ich habe nämlich die Farbe Champagne und das ist die Farbe Sultry. Ich zeige sie euch mal. Oh, das ist eher so ein Kopperton. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die unterschiedliche Farben hier drin haben. Das ist jetzt eine Farbe, die mir nicht so ganz steht. Ich habe auch Lidschatten in der Farbe, die ich selten benutze. Und als Highlighter ist mir das persönlich zu dunkel. Ihr könnt dieses Produkt aber für beides nehmen. Ich denke, ich werde es in eine Verlosungskiste packen, weil ich weiß, dass ich es nicht benutzen werde. Und dann wäre es jetzt Quatsch, wenn ich es swatche, weil dann könnt ihr es nicht mehr verwenden. Oder dann wäre es schade einfach, weil ich ja weiß, dass ich es nicht nehmen werde. Ich kann euch aber einfach mal von der Konsistenz den swatchen, den ich habe. Dann seht ihr mal so ein bisschen, wie das von der Pigmentierung her ist. Nämlich der, den ich habe, in der Farbe Champagne. Auch gleiche, sage ich mal, ist der gleiche Highlighter. Aber diese Farbe gefällt mir halt ein bisschen besser. Und den finde ich richtig schön, muss ich sagen. Ich zeige ihn euch mal. Guck mal so. Und wenn man den jetzt aufträgt, der hat schon richtig guten Karacho. Ja, und das sieht echt gut aus. Kann man schön benutzen, wirklich. Sowohl hier fürs Lid. Als auch für die Wangen. Der ist halt universell einsetzbar. Finde ich richtig gut. Aber dann werde ich den einfach mal separat verlosen. Ich meine, der kostet nämlich auch über 20 Euro. Und ich glaube, dann haben wir diesen Monat wirklich eine richtig teure Box. Zumindest mal die, die ich hier habe. Oh, da ist sogar noch ein Produkt drin. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Ich muss mal gerade diesen ganzen Kram rauspacken. Ja, und zwar haben wir hier noch von Rituals, The Ritual of Samurai, ein Eisschauer Sport Gel drin. Das hatte ich bereits in dem Ritual Adventskalender und habe das auch verlost. Deswegen ist das nicht schlecht. Dann habe ich hier mal was Kleines zu mitnehmen, auch für meinen Mann. Finde ich ganz gut. Und ich nehme mal aber an, ja, 20 Euro kostet der Highlighter, dass das wirklich eine teure Box ist. Ich blende euch mal hier den Gesamtwert ein. Ich schätze mal auf 70, 80 Euro, vielleicht sogar noch mehr, weil der Pinsel kostet 30, das 20, das Eyelash Curler. Also vielleicht kommen wir fast auf 100 Euro. Puh, wäre ein bisschen hart, aber könnte sein. Oder 90 so in dem Dreh. Ist natürlich ein heftiger Wert, finde ich richtig cool. Dann passt das auch total zu diesem Thema.
Das freut mich super gut gefallen, muss ich sagen, weil der Wert wahrscheinlich gigantisch ist. Wenn ihr jetzt auch so eine Box gewinnen wollt, ich kann euch nicht garantieren, ob in der, die ihr gewinnt, das gleiche drin ist. Denn ich verlose meine eigene, die ich selber bestellt habe. Viele sagen ja, nur die Blogger-Editionen sind dann so cool dabei. Zeige ich euch meine eigene Box, die ich bestellt habe. Nur jetzt kam diese eher an und deswegen habe ich die euch jetzt vorgestellt. Aber ich verlose euch die, die ich mir selbst bestellt habe. Und da kann durchaus was anderes drin sein. Es sind immer unterschiedliche Editionen. Seid nicht traurig. Ich nehme aber an, der Pinsel und das Wimpernserum, dass das identisch ist und alles andere eventuell unterschiedlich. So, und wenn ihr jetzt eine gewinnen wollt, dann schreibt mir einfach einen lieben Kommentar, gerne mit dem Hashtag Glossy und welches Produkt euch besonders gut gefallen hat, worauf ihr euch freut. Und wie gesagt, wenn ihr die Box bestellen wollt, schaut einfach mal in die Infobox, da verlinke ich euch nochmal alle Codes, da steht auch nochmal alles zu dem Gewinnspiel. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann, ciao!